Ich bin Christian Thiel. Ich habe an der Friedrich-Schiller-Universität im Bereich Radarfernerkundung promoviert und habilitiert. Bin seit einem guten halben Jahr am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und möchte innerhalb dieses Online-Kurses dem Zuhörer bzw. dem Kursteilnehmer erklären, wie die Radarrückstreuung zustande kommt. Also wie man verstehen kann, was eigentlich die Pixel bedeuten, die man sich in einem Radarbild betrachtet und was die Helligkeitsunterschiede ausmacht. Es gibt im Wesentlichen zwei Einflussfaktoren auf die Pixelhelligkeit, auf die sogenannte Rückstreuintensität. Und das sind einerseits die Systemparameter, sprich, welche Eigenschaften hat mein Radarsensor? Und zum anderen sind es die Eigenschaften der Landoberfläche oder auch der Meeresoberfläche, ja, sprich, welche unterschiedlichen Rauigkeiten beispielsweise oder die elektrischen Eigenschaften weisen meine Objekte auf der Erdoberfläche aus? Ziel des Kurses ist, ein Radarbild interpretieren zu können, die Helligkeitswerte zu verstehen und vielleicht auch prognostisch Vorhersagen machen zu können, mit welchen Rückstreuintensitäten ich für eine bestimmte Landoberfläche oder auch für einen bestimmten Radarsensor rechnen kann. Ja, was ist eigentlich diese Rückstreuung oder im Englischen Backscatter? Ja, wir reden hier von Rückstreuung oder auch Rückstreuintensität, weil der Prozess bei der Radarfernerkundung, der ein Rückstreuintensitätsbild ergibt, sich ganz klar unterscheidet als bei der Reflexion im optischen Bereich. Ja, im optischen Bereich sprechen wir eben von Reflexion, bei der Radarfernerkundung von Radarrückstreuung. Ja, und diese beiden Begrifflichkeiten sollen die unterschiedlichen Prozesse verdeutlichen. Ja, die Rückstreuintensität oder Backscatter oder Rückstreuung, wie der Name schon sagt, drückt eigentlich aus, wie viel Energie von der ausgesendeten Energie zurück zum Sensor gestreut wird und dort auch gemessen wird, registriert wird. Und letzten Endes in meinem Radarbild wird das Ganze als Radar Cross-Section oder Radar-Querschnitt dargestellt. Wie das im Detail funktioniert, werden wir nachher gleich noch bei der Erklärung der Radargleichung verstehen lernen. Letzten Endes handelt es sich dabei um die zurückgestreute Energie, die durch den Sensor als Amplitude gemessen wird. Und quadriert man die Amplitude, erhält man die Intensität. Und diese Intensität kann letzten Endes als Grauwertbild dargestellt werden. Nun ist es so, dass die Intensität oder die Amplitude in einem Bild, in einer Szene sehr, sehr stark variieren kann. Und das hängt beispielsweise mit unterschiedlichen Rückstreuprozessen zusammen. Während die normale Rückstreuintensität im linearen Bereich Werte zwischen 0,0001 und 0,1 aufweist, können aber einzelne Pixel oder einzelne Bereiche im Bild sehr, sehr viel größere Werte annehmen, deutlich größer 1. Das macht die Auswertung der Daten, insbesondere im Falle einer Landoberflächenklassifikation, relativ schwierig. Deswegen ist man dazu übergegangen, beziehungsweise deswegen wurde eingeführt, die Rückstreuintensitäten zu logarithmieren. Zur Basis 10. Ja, wir haben dekadischen Logarithmus und dadurch werden die sehr, sehr großen Werte ein bisschen nach unten gezogen und die geringen Werte etwas nach oben gezogen und letzten Endes sind die Daten auf dem ersten Blick deutlich einfacher zu interpretieren. Wichtig ist aber zu verstehen, dass es Rückstreumodelle gibt, die unbedingt lineare Werte verlangen. Ja, ich kann dann keine logarithmierten Werte auf diese Modelle anwenden. Ja, da ergäbe sich dann dementsprechend Nonsens.